So, hallo Leute, und ein kurzes kleines Special, weil ich es heute fast vergessen hätte. Ja, Hund ist auch schon wieder da. Aber das, ich habe jetzt hier mir so eine Konstruktion aufgebaut, damit es einigermaßen stabil ist und nicht ständig hin und her. Aber es macht es trotzdem noch. Mir hat noch keiner bis jetzt sagen können, es mal einen Fernseher ausmachen, das ist ein Scheiß. Ich habe es jetzt hier so spontan gemacht, dass ich das total vergessen habe. Läuft die Glotze noch? Also Licht müsste eigentlich von Lichtverhältnissen müsste okay sein. Und so hat es jetzt ein Geburtstagsspecial für meine lieben Cousin Noah, der Mann, der immer noch auf die Arche wartet. Und ich bin überzeugt, der Tag kommt auch noch, an dem du da einsteigst. Dann nimmst du den Balu aber mit, damit der sich auch fortpflanzt und damit der auch weitere Nachkommen züchtet. Aber ich glaube, bis zu dem Tag müssen wir noch ein bisschen warten. Das wird wahrscheinlich derselbe Tag, an dem ich den Goliath mit dem Stein erschlage oder so. Ich trinke jetzt erstmal ein Schnäppchen auf dein Wohl. Also heute sind wir ganz im badischen Bereich natürlich, ganz klar. Das ist aus dem südbadischen Kapell, Kappeler Schloss, Kappel-Rodeck. Da kommt auch ein sehr guter Rotwein übrigens her, Hex vom Dasenstein, wenn ich das was sagt. Für Bier ist die Gegend nicht so arg bekannt, glaube ich, weil das ist ja eher eine Weingegend halt. Ne? Und Schnaps wird halt auch gebraut. Wenn du gutes Bier willst, musst du noch ein Stückchen weiter nach dem Süden fahren. Dazu kommen wir jetzt sofort. Erstmal Prost, feiner Mirabell. Auf dich, Noah. Und alle anderen natürlich auch einen lieben Gruß. Also der Noah ist mein ältester Cousin mütterlicherseits. Und dann habe ich ihn am Arm gehalten, als er so klein war. Also nicht alleine, meine Mutter hat natürlich da aufgepasst, weil ich war selber erst 8 Jahre. Ich bin 8 Jahre älter. Und da gibt es sogar noch Bilder. Ganz schön habe ich auch eins daheim noch, wo ich da so dastehe. Meine Mutter hebt den so und ich hebe ihn auch so ein bisschen mit. Ne? Ja. Ja gut, gibt dem 8-Jährigen kein Baby in die Hand, ne? Normalerweise. Aber jo, ich war damals dann noch nicht so stabil wie jetzt. Heute könnte man es mir zutrauen, dass ich gerade noch in der Lage wäre, ihn festzuhalten. Also, wir sind jetzt, also Rothaus hat ein Special gemacht. Rothaus ist auch ein südliches, Deutschlands südlichstes Bier eigentlich. Aus Freiburg im Breisgau, wo ich auch geboren bin. Genau, also in der Nähe, 79865. Die Stadt heißt sogar Rothaus, das ist ein Dorf eigentlich, ne? Ich war witzigerweise noch nie da, das müsste ich mal nachholen. Wenn man mal jemand den Hundentag abnimmt, fahre ich mit dem Motorrad mal runter. Ist ja auch mal wieder schön. Ja, oder ich nehme ihn halt mit. Jedenfalls haben die was Neues, was ich bis jetzt noch nie, also ich weiß nicht, ob es neu ist, aber ich habe es bis jetzt noch nie getrunken. Das ist das Schwarzwaldzäpfle Naturtrüb. Also ich kenne nur das normale Rothauspilz, dann denen ihre Hefezäpfle, die Radler. Und das, aber das Schwarzwaldzäpfle Naturtrüb mit rotem Deckel, das habe ich jetzt im Rewe einfach per Zufall entdeckt. Ich war da im Streeb, habe ein anderes Bier geholt und bin danach nur kurz in den Rewe, um noch ein paar Lebensmittel zu holen. Und dann ist mir das da zufällig ja, ins Auge gefallen. Und jetzt werde ich das verkonsumieren. Wie sagt man? Verköstigen, genau. So, feine, schöne Schaumbohne, Rothaus. Schwarzwaldzäpfle in Natur drin. Das wird wie das Zahnzäpfle sein, aber halt in Natur drüber Variante. Ist relativ mild, wie ich es von Rothaus gewöhnt bin. Zwar nicht langweilig, aber das ist einer der Gründe, warum ich halt Höpfner mehr bevorzuge. Das hat nichts mit Lokalpatriotismus zu tun, weil ich Karlsruhe, also in Karlsruhe lebe, seit ich 3 Jahre alt bin. Wie gesagt, der in Freiburg geboren. Ich könnte genauso gut sagen, ich müsste deshalb mehr Rothaus-Fan sein, aber ich gehe einfach wirklich nur noch um Geschmack. Deswegen hat mir das Wickhühler kürzlich auch so gut geschmeckt. Weil ich mag einfach dieses Herbe. Ne? Deswegen kommt auch das Jever, das ich natürlich auch schon kenne, und das Diebels. Radeberger war noch dabei, was die Leute sich gewünscht haben. Das kommt auch alles demnächst. Aber wie gesagt, bei Rothaus habe ich halt persönlich das kleine Problem. Auf euer Wohl. Dass es mir etwas zu wenig herb ist für einen Pilz. Aber gut. Ist jetzt auch nicht, hier steht jetzt auch nichts anderes drauf. Vielleicht finde ich im Internet mehr.
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Ich meine, das ist dasselbe, was eigentlich bei allen anderen Bieren auch drauf steht. Über die Art der Brauweise, natürlich naturtrüb, wird das ist ein Herstellungsprozess, da fehlt halt die Filtration oder Filtrierung, kann man beides sagen. Ja. Germanistikstudenten, bitte vor, ab in die Kommentare. Ich glaube, man kann beides sagen, Filtrierung oder Filtration. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Schwanz. Den Spruch kann ich mir nie vergleichen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Bier drin, es ist sehr spät, deswegen sitze ich wie gesagt auch drin. Ich habe so einen Balkon noch ein bisschen auf, dass der Hund draußen rein kann, wenn er will. Jo, wieso musst du dich so kratzen, gell? Jo, wieso kratzen der Hund, gell? Aber ich werde jetzt auch gleich zumachen, weil es ist schon recht frisch. Tagsüber war sehr schönes Wetter. Wir haben zwar zwischendurch Regen gehabt, aber wenn es nicht regnet, ist es mittlerweile sehr warm in Süddeutschland. So würde ich sagen. Also ich bin echt froh, hier zu wohnen, wenn ich als von Leuten höre, die im Norden wohnen oder irgendwo im Osten, Erzgebirge und so weiter. Also das muss ja furchtbar sein. Da ist ja immer noch kalt. Ne? Da wird ja irgendwie, da kommt ja nie Frühling. Schütz. Und ja, also bei uns ist es tagsüber mittlerweile, wie gesagt, kannst du im T-Shirt, Hemd rumlaufen. Ja, bei längeren Spaziergängen ziehe ich natürlich eine Jacke an. Aber ich heiz schon seit Wochen nicht mehr. Ist ganz verrückt. Ja. Ne. Ja. Aber zumachen muss man natürlich die Tür irgendwann. So, jetzt trinken wir mal das Rothaus aus und dann kommt noch eins. Also wie gesagt, das haut mich nicht vom Hocker. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist sicherlich kein schlechtes Bier, aber für meinen persönlichen Geschmack. Es ist mir einfach. Ja, es fehlt mir der letzte Pfiff. Ne? Also ich ziehe Rothaus, ich ziehe Höpfner noch definitiv im Rothaus vor. Die sind in der Preisklasse ungefähr gleich. Aber auch das Naturtrübe konnte mich jetzt nicht wirklich überzeugen. Es tut mir leid. Also an alle Rothaus-Fans gerichtet. Ist nicht böse gemeint, aber ich sage halt meine ehrliche Meinung und es ist einfach, für mich ist es den Preis nicht wert. Also ich kenne wirklich billig, ich habe Billigbiere hier getastet und auch schon bevor ich meinen YouTube-Kanal hatte, Biere getrunken, die billiger waren, die mir besser geschmeckt haben. Ne? Ist halt einfach so. Aber wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. Jetzt kommen wir jedenfalls zu was Interessantem. Das neue Bier des Monats von Hatz, die sind ein bisschen spät dran gewesen. Das Urmärzen. Das wollte ich noch kurz zwischen reinschieben, bevor ich morgen oder am Samstag, je nach wie ich Zeit und Bock habe. Und sonst ja, noch andere Sachen zu tun habe ich auch noch. Jedenfalls, wie das reinläuft, werde ich am Wochenende auf jeden Fall wieder ein Biothek-Special machen. Also Wacken und Biothek. Also zwei Edelbiersorten, nicht gegeneinander unbedingt, einfach nur beide halt präsentieren, also nicht gegeneinander antreten, einfach nur zwei von jedem, damit diese Kisten langsam mal leer werden. Ne? So, aber jedenfalls dieses wollte ich jetzt zwischen rein einfach machen. Das ist das Urmärzen von Hatz. Die haben jetzt bis vor wenigen Tagen noch immer dieses Super Strong Wheat verkauft. Anscheinend haben sie davon wahnsinnige Mengen produziert. Ich habe das auch hier noch vorrätig, das kann ich immer dann mal gästen. Anbieten. Ich habe sogar noch von Weihnachten Christmas Ale. Man kann ja keine Leute einladen, das ist das Problem. Ne? Das ist ja nicht erlaubt. Also immer nur einer halt. Ne? Das ist ja immer das Problem. Deswegen halten diese Vorräte natürlich dann auch sehr lang, aber das ist ja auch wie gesagt nicht schlimm, weil Bier wird so schnell nicht schlecht. Selbst die Zeit, die da draufsteht, ist Bullshit. Also ein Bier ist viel länger haltbar. Jetzt hier steht zum Beispiel bis 17.08.21, ja. Also ich wette mit dir, wenn ich das kühl lagere, ja, vernünftig trocken und kühl lagere, dann kann ich das im Dezember 21 auch noch trinken. Ich kann das wahrscheinlich auch noch im Frühjahr 22 trinken und das ist noch völlig in Ordnung. Also diese Angaben sind da, ne, das sind halt einfach Angaben, die müssen halt auf Nummer sicher gehen, dass nicht einer, der sagen wird, das Bier war schlecht. So, cheers, auf euer Wohl. Okay, das ist schon eher mein Ding. Das Urmärzen von Hatz. Hier aus Karlsruhe, ne? Wurde aufgekauft von Monninger. Ursprünglich aus Rastatt. Kommt auch vor im Badener Lied. So, hier haben wir Hopfen, Tradition und Saphir. Malz ist Pilsner und Karamell.
Obergärige lagern 8 Tage bei 8 Grad und 8 Wochen bei 0 bis 2 Grad maximal Celsius. Blumig und bernsteingolden. Da haben sie sogar eine kleine Geschichte hinten drauf. 8 Wochen kalt gereift, denn gut Ding will Weile haben. Der hohe Anteil am Karamellmalz und ein 100 Jahre altes Brauverfahren, Respekt, machen es so körperreich und würzig. Der feine Aromahopfen Saphir, der erst im Reifeakt zugesetzt wird, verleiht dem Märzen seinen blumigen Charakter, der nach roten Beeren ausklingt. Also rote Beeren, das führt jetzt schon wieder zu weit abseitig in die Welt der Fiktion, meiner Meinung nach. Aber das sei jedem selbst überlassen. Ich schmecke hier Schulz. Vielleicht habe ich auch einen Geschmacksschaden, aber ich schmecke hier auf jeden Fall keine roten Beeren raus. Aber ich schmecke, das muss man ihnen lassen, bei allem Chats, was sie da hinten drauf schreiben, ich schmecke ein sehr gutes Bier raus. Das muss man fairerweise sagen. Also in diesem Sinne, Prost. Würzig. Und ist auch relativ stark, glaube ich, ne, oder? Täusche ich mich da? 5,6%, ja, also leicht, also etwas stärker als normales Pils. Wobei das Rothaus mit 5,1 auch nicht viel schwächer ist, 0,5 weniger. Aber es wirkt, also vom subjektiven Empfinden her wirkt's alkoholreicher, alkoholreicher. Ja. Aber es ist ein sehr würziges, angenehmes Bier. Das muss man auf jeden Fall sagen. Jo, also an der Stelle würde ich jetzt nochmal einfach sagen, gehabt euch wohl. Lieben Gruß an die Breisgau-Fan, an den Breisgau-Fanclub, an alle anderen natürlich auch, die sich freuen. Und bitte keine Ringe mehr, es reicht jetzt, Leute. Ich weiß nicht genau, ja, wer wieder die letzte Sendung gemacht hat, aber der Spaß hat irgendwann ein Loch. Also der Trump, das war lustig, der Frauenring mit diesem Löwenkopf und diesen Blumen oder was da dran war, war auch witzig, aber der letzte, das war er, also das darf man ja nicht mal in die Kamera halten. Da sperren die mir den Kanal. Ne? Also bitte nicht übertreiben, Leute. Nur so am Rande. Das werde ich dann auch gar nicht mehr erwähnen, großen Videos, weil das einfach, das geht nicht. Ne? Also wenn irgendwas ankommt, was nicht mal legal wäre, überhaupt zu zeigen, ja, überhaupt in die Kamera zu halten, von der Symbolik her, dann kann ich's, dann ignoriere ich das natürlich dann auch. Also, in dem Sinne, auf jeden Fall einen schönen Geburtstag Noah. Allen anderen, egal ob aus Süden oder Norden oder Westen oder Osten oder wo auch immer, eine gute Zeit, einen guten Start ins Wochenende. Morgen ist letzter Arbeitstag und dann sehen wir uns am Wochenende wieder mit Wacken und Bierothek. Haut rein, bleibt standhaft, stark und trinkfest. Euer Dave. Und dieses Herzmerzen, wenn ihr das bekommt, also empfehlenswert. Haut euch rein, gell? Tschüss.